Die Darstellung und Eigenschaften von NaK. Achtung! Natrium und Kalium reagieren heftig mit Wasser und können schwere Verätzungen von Augen und Haut verursachen. Ich übernehme keine Haftung für Personen und Sachschäden, die bei der Nachahmung dieses Versuches entstehen können. Für den Versuch wurden 0,47 Gramm Kalium und 0,13 Gramm Natrium in ein Reagenzglas mit einem inerten Lösemittel gegeben und zusammengedrückt, sodass sich die metallischen Oberflächen berühren. Danach werden die Metalle vorsichtig mit einem Heißföhn erhitzt, sodass sie zusammenschmelzen. Dann können sie weiter gemischt werden. Bei diesem Gemisch handelt es sich um eine Legierung mit dem einfachen Namen NaK. Bei einem Kaliumgehalt von 40 bis 90% ist die Legierung bei Raumtemperatur flüssig. Mit einem Kaliumgehalt von 78% handelt es sich um das Eutectikum, welches mit minus 11 Grad Celsius den niedrigsten Schmelzpunkt hat, den diese Legierung erreichen kann. Dann wurde das NaK mit einer Spritze aufgezogen. An der Luft reagiert es schneller als Natrium oder Kalium und es bildet sich über mehrere Reaktionen eine Schicht aus Hydroxiden. Kleine Tropfen im Wasser reagieren vergleichbar zu Kalium und es bilden sich die Hydroxide und Wasserstoff. Als nächstes wurde Isopropanol in das warme Lösemittel gegeben und kurz gerührt. Dadurch kann das NaK analog zu den reinen Alkalimetallen von der oxidierten Schicht befreit werden. Gleichzeitig verbinden sich kleinere Tropfen mit den größeren, wenn die Lösung abkühlt. Dabei ist interessant, dass sich der Tropfen nicht mehr so leicht mit der Spritze aufziehen lässt. Mit einer Glaspipette konnte es dann aufgenommen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, zuerst etwas Lösemittel aufzunehmen, um zu verhindern, dass die Luft in der Pipette mit dem NaK reagiert. Durch die größere Öffnung der Glaspipette ergaben sich größere Tropfen, die die hohe Reaktivität von NaK noch besser zeigen. So springen die Tropfen meist aus dem Wasser, bevor sie komplett reagiert haben. Aufgrund der hohen Reaktivität wird NaK auch zum Trocknen von Lösungsmitteln verwendet. Da es flüssig ist, kommt die Oberfläche schnell wieder in Kontakt mit dem zu trocknenden Lösungsmittel. NaK wird in der Regel direkt hergestellt und verbraucht, da es beim Lagern noch schneller als Kalium eine Schicht aus Kaliumsuperoxid bildet, die zu einer Entzündung oder Explosion führen kann. Zur Entsorgung sollten kleine Reste in dem inerten Lösungsmittel mit Isopropanol oder Tertbutanol versetzt werden, keinesfalls mit Methanol oder Ethanol, da die Reaktion mit primären Alkoholen zu heftig verläuft. Das waren die Darstellung und Eigenschaften von NaK. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Thank you.